Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 2. Wir haben uns ja letztes Mal hier durch dieses Pharos-Gebiet gekämpft und sind jetzt hier unterwegs. Live-Gem. Ich habe gerade schon mal kurz hier reingeguckt, habe dann gesehen, Aufnahme läuft nicht, deswegen haben wir hier jetzt gleich schon mal den ersten Toten. Mit witzigen Hut, finde ich klasse. Wir wollen uns jetzt hier mal noch umgucken. Ich hoffe, wir kommen bald mal irgendwie an den Boss, dass wir hier diesen Weg aus Majula auch als geklärt ansehen können. Jetzt schauen wir mal, was da vorne alles glitzert. Also die waren jetzt nicht so der Burner, zumindest der erste, den ich gemacht habe. Jawohl. Und einen noch hinterher, wunderbar. Gucken wir mal, was der hier bewacht hat. Seele, kleine Seele. Stolzer Ritter, immer schön. Und noch zweimal kleine Seele. Okay. Ja, nicht wirklich. So. Machen wir das alles noch kaputt hier, wenn wir es dann treffen, ja. Was hat der? Lacerating. Wie war das? Nee. Ja, genau hier. Saturating Arrow. Blut, okay. Könnte nützlich werden. Mal gucken. Boah. Da dachte ich schon, da steht einer vor mir. Okay. Ui, ein Feuer. Feuer nehmen wir immer. Mal her damit. Okay. Da ist also auch ein paar unverwundbare Frames dabei, wenn man Feuer zündet. Gut zu wissen. Und der Hut. Zwar wahrscheinlich übelster Crap, aber ja. Immer schick zu haben, sowas. Genau. Da steht da noch ein oben. Hallo? Eine Wildsau. Oh, bist du der große Bruder von den Schweinchen in Majula? Kein Ding. Voll die Dunkelschadenspitzhacke, der Kollege. Könnt ihr ruhig mal droppen. Spitzhacke gab es in Dark Souls 1 auch schon. Ah, gut, haben wir kaputt. Nochmal ein Schweinchen. Ja, das ist eh nicht. Na, auch nochmal was zum Kaputtschlagen. Alles kaputt machen. Da noch ein Item. Oh, Titanit, immer schön. Muss jetzt auch mal gucken, vielleicht eine Waffe aufwerte, die keinen Elementarschaden hat, so einfach nur brachialer Schaden. Das ist ja ein Hammerweg hier oben. Jumping. Wirklich? Da rein? Ja, ich weiß ja nicht. Kurz die Seelen wegsaven gehen, denke ich. Bevor wir uns da irgendwo in so ein Loch stürzen. Weil viele Gegner waren sie jetzt nicht und schwer waren sie auch nicht. Ja, bin ich. Direkt nochmal in den Quickblot, ha? Huh? Ich denke, das sieht gut aus. Ich will irgendwann mal das Havelset komplett tragen. Auch wenn ich die Brust eigentlich ganz cool finde. Muss ich sagen, jetzt schauen wir nur noch, ob wir vielleicht noch. Ja, das könnte hingehen, ha? So, und wieder zurück. Das war. Das dürfte es gewesen sein, genau. Und dann gucken wir uns mal an, was uns in dem Brunnen erwartet. Aber vielleicht ist es ja irgendwie. Naja, keine Ahnung. Schauen wir erstmal. Mal die ganzen Typis wieder wegmachen. Da war doch einer drin. Oh, da waren. Waren da vorher auch schon drei drin? Okay. Aber wahrscheinlich. Ja, steh rum.
Ausdauer. Vielleicht das auch kaputt schlagen. Sieht nicht so aus. So, dann hat man da noch einen. Dann müssten noch irgendwo zwei Schweinchen sein. Genau, ihn da oben noch. Und Nummer 1. Und da haben wir Nummer 2. Wunderbar. Können wir jetzt direkt mal gucken. Oh, ein Tag. Ja, noch eine große Seele. Ein paar. Ob das vielleicht. Mal gucken, ob man da irgendwie anders reinkommt. Aber ich könnte mir vorstellen, weil da ja eine Leiter ist, dass man da irgendwie in den Brunnen rein und da wieder raus vielleicht. Also, keine versteckte Tür oder so gibt's nicht. Ja. Nee. Okay, dann gucken wir mal. Vielleicht. Ja, nee, der Baum bringt auch nichts. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Seelen haben wir jetzt zumindest nicht allzu viele, die wir verlieren. Ja. Das war hammerklug. Das vielleicht schon mal wegschlagen könnte. Nee. Da muss man jetzt in so einen blöden Winkel reinspringen, hätte ich mir gedacht, aber gut. Hilft ja dann nicht. So, und Geronimo. So. Okay, das probieren wir einfach nochmal. Es muss gehen. Es sieht ja auch so aus, als ob es irgendwie gehen würde. Mit Springen doch. Rollen war. Ah, okay, der ist gesprungen. Obwohl der auch gestorben ist. Super. Aber wenigstens ist das Ding schon mal kaputt. Ah ja, so tief ist es gar nicht. Da sollte man immer Schaden kriegen mit dem. Mit der Brust, die wir anwar haben. Finde ich übrigens ziemlich klasse. Ist zwar ein bisschen hier. Holy Water Urn. Das könnte irgendwas zum Schmeißen sein. Ah, okay. Gegen Untote. Na gut, vielleicht mal irgendwo eine Stelle finden, wo viele nervige Untote sind. Werfen wir da mal hier rein. Genau, die Brust finde ich zwar von den Death-Stats nicht so mega geil. Aber kein Fallschaden nehmen. Momentan haben wir eh nicht das Equip-Load. 5 Stück. Ja, immer her damit. So Quickblout, dass wir irgendwas Dickeres tragen können. Zu den 3 Havels-Sachen, die wir momentan anhaben. Von dem her passt es auf jeden Fall. Sieht aus wie Kristalle. Hat es hier wieder Kristallgegner? Die gab es nämlich in Dark Souls 1 auch schon. Waren jetzt zwar auch nicht übernervig, aber. Trapperhead? Da! Steinchen! Willst du Steinchen auf mich rollen? Das kannst du ja mal schön vergessen. Ja, genau. Und selber sterben tut auch noch. Ja, super. Nochmal eine Seele. Wir haben mit Seelen so richtig zugebombt. Das finde ich toll. Finde ich toll. Und schauen wir mal. Er hätte seinen Stein mit Sicherheit auch noch losgelassen, wenn wir einfach weitergelaufen wären. Aber nicht mit uns. Trefft man da noch was unten? Okay. Horse Head, was will man mit ihren Pferden haben? Ich verstehe es nicht. Machen da vielleicht irgendwie rauf? Aber sieht jetzt auch nicht so aus, als ob es dann irgendwo hinginge, ne? Na gut. Einfach weiter im Text. Nicht hinterher. Reicht, wenn er runterfällt. Also das sind. Hallo? Das sind mal angenehme Standardgegner. Eigentlich im Prinzip wie so die ersten Untoten, die wir gefunden haben.
Haben halt ein bisschen mehr HP, aber gut, Waffe macht mehr Schaden, von dem her läuft sich's aufs selbe raus. Aha. Now the real fight begins. Item. Oh, große Titanit. Große Scherbe, jawohl. Nehmen wir mit. Oh ja, genau. Nicht sterben. Kommt, Jungs, ich hab Durst. Lasst mich mal irgendwas trinken. Genau. Und was gab der Kollege? Titanin-Chart. Wäre dann fast eine Überlegung wert, die Typis zu farmen, wenn die das droppen. Bug ahead, na gut. Lässt die Tür auch erahnen. Schuss auf Bug, ja. Projectile. Ignis Fire. Ja, wir haben ja unser Feuerschwert eh an. Das passt. Weil es gar nicht mehr so gut in Schuss ist, muss ich sagen. Es nervt mich irgendwie ein bisschen, muss ich gestehen, dass das Feuerschwert so low ist. Reparaturpulver hätten wir dabei. Also falls jetzt wirklich irgendwie noch Nebel kommt oder so. Trap ahead. Denke ich, werden wir einfach noch so ein Reparaturpulver einwerfen. Weil ich Bosse einfach echt gern mit dem Schwert bekämpfe. Spinnchen, komm du mal her. Oh ja. Oh, da höre ich mehr Krabbeln. Okay. Jetzt geht mein Schwert gleich drauf, oder? Weißt du was? Machen wir jetzt ganz einfach. Eine. Oh, okay. Die dreht aber auch nicht um, was? Komm schon, ich bin nicht lecker. Ganz untot und zäh und angegammelt. Jetzt aber. Schnell aufs Speerchen wechseln. Nee. Ja. Da ist er. Ach ja, Equip-Load und so. Aber gut, das soll uns jetzt für die Spinnchen da unten nicht stören. Ich hoffe einfach, wir müssen jetzt nicht zu viel rollen bei denen. Na, kommt mal her. Nett abhauen. Jawoll, ja. Sehr schön, One-Hit. Das passt. Und kein One-Hit. Passt nicht so gut, aber okay. Dürften die nicht hier noch was krabbeln? Irgendwo. Da ist noch eine. Zwei, okay. Sehr schön. Also recht viele Mimics. What the fuck? Was bist du? Was warst du? 20 schwere Bolzen, okay. Das sah nicht gesund aus, was da gerade rauskam. Genau, recht viele Mimics hat es irgendwie nicht in dem Spiel, weil wir jetzt doch schon einige Stunden auf dem Buckel haben und irgendwie. Christ the Sun. Denke ich, wird es jetzt Zeit. Hülferchen reinzupfeifen, wobei ich jetzt gar nicht sicher weiß, ob das für Equipment in der Tasche oder nur in der Hand beziehungsweise equipped ist, zählt. Deswegen gehen wir mal auf Nummer sicher. Mal. Genau, das war die Seele. Zack, haben wir noch zwei. Ach, das macht gar nicht voll. Okay. Naja, gut, aber. Wenn da jetzt irgendwie ein Boss dahinter ist, zwei Bosse. Oh mein Gott. Okay, da müssen wir jetzt erstmal die. Oh fuck. Die Ads weg. Weil die Ads wohl auch, ja, die zählen auch zum Bossleben. Oh mein Gott. Das war jetzt gar nicht so lustig. Aber okay. Dann machen wir einfach nochmal. Denke ich einfach, werde ich jetzt direkt den Speer, oder? Ja, zieh mal den Speer an. Komm mal wenigstens.
ohne Reparaturpulver dann aus. Und ich denke, ich kann da jetzt einfach mal einen Abgang machen. Es wird sich zeigen. Jetzt hier nochmal das alles. Konnten zwar alle nichts, aber hält doch einfach wahnsinnig auf. Na gut, da vor der Tür standen drei Leute. Lass ihr mich durch? Danke. Vor der Tür standen ja auch noch drei Leute. Ja, bei Tür ist auf. Bis da unten sollte es eigentlich klar gehen. Aber ich glaube, die Spinnchen sollten wir trotzdem nochmal machen. Wobei, wenn ich die eine nicht anschieße, ja, kommen sie wahrscheinlich trotzdem alle. Ach, oder sie stehen schon alle da. Okay. Das ist jetzt nicht so geil. Boah. Ja, sicher, gib mir. Kann ja nicht sein. So, mal nicht springen, danke. Schon langsam wäre es auch an der Zeit, wieder mal Humanity reinzupfeifen. Mit dem Leben, jawohl, zwei Stück, doch nicht so geil mehr aussieht. Ja, mal gucken. Ja, zack. Und dann ist wahrscheinlich da unten wieder die Verwirrte in der Ecke, oder? Ach, du bist noch da. Du ja, bist aber trotzdem verwirrt. Na wirklich? Ja, okay. So. Ja, ist jetzt die Frage, wie man das... das machen. Vielleicht eine Bombe reinwerfen. Aber das sehen wir bei der nächsten Folge von Dark Souls 2. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und ja, bis dann. Tschüss.